Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, der Frühling ist da, es ist wunderschön. Ihr habt es schon gesehen im Einspann. Der Garten erblüht und erfreut uns total. Und ja, ich habe wieder ganz, ganz viel gemacht. Es geht jetzt richtig los. Die Hauptsaison beginnt jetzt. Und ich möchte euch natürlich mitnehmen und euch alles zeigen, was ich bis jetzt gemacht habe. Also sage ich jetzt einfach mal Film ab und viel Spaß dabei. Und wir sehen uns gleich nochmal wieder. Ja, in einem meiner letzten Videos hatte ich euch ja gezeigt, wie ich dieses Beet einsehe. Und ich hatte jetzt das Vlies drüber und ihr seht schon, ein Meer aus Ringelblumen. Und da habe ich jetzt einmal kurz drüber gehackt und habe den Salat und auch die Radieschen wieder ein bisschen von den Ringelblumen frei gemacht. Ja, ich lasse meine Ringelblumen ja jedes Jahr aussamen und dann muss ich halt immer einige beseitigen. Aber an vielen Stellen lasse ich meine Ringelblumen auch blühen und das ist halt dann echt toll, denn Ringelblumen, die können natürlich nicht nur als Ringelsalbe verwendet werden, sondern auch als Gründüngung, als Kaninchenfutter und einfach als Insektenweide. Ja, und deswegen mag ich die Ringelblumen sehr und lasse auch an vielen Ecken meine Ringelblumen stehen, aber hier zwischen den Reihen, da müssen sie leider weichen, ansonsten kommen sie hier den Radieschen und dem Salat ja, zu nahe. Es geht weiter ganz hinten auf dem ehemaligen Kartoffelacker, das heißt im letzten Jahr hatte ich hier meine Kartoffeln drin und hier die Ecke, die so schön grün aussieht, das ist Phacelia, die habe ich tatsächlich im Oktober noch ausgesät und hier ist tatsächlich über den Winter gekommen und jetzt ordentlich gewachsen, ihr seht das hier, sieht richtig schön fluffig aus. Und mit der Broadfork, die ich ja ganz neu habe, habe ich mir erstmal den Boden gründlich gelockert und erstmal die ganzen Tiefwurzler rausgeholt, wie hier zum Beispiel diese Kratzdisteln, diese Ackerdisteln. Und ja, die haben ja nicht umsonst so eine schöne lange Wurzel, die lockern den Boden sehr tiefgründig. Das heißt, diese Ackerkratzdisteln sind vor allen Dingen dort zu finden, wo der Boden noch sehr komprimiert ist, sehr trocken ist. Und wir haben ja hier wirklich sehr festen Lehmboden teilweise. Und da lockern sie eben den Boden tiefgründig aus, denn die Beikräuter haben ja auch ihren Sinn und sind halt gute Bodenanzeiger. Das heißt, Beikräuter zeigen uns an, was wir für Bodenkonditionen haben. Und danach können wir dann auch schauen, was wir mit dem Boden machen, wie wir den eben dann behandeln, was wir für Gründüngung auftun können, um den Boden eben zu verbessern. Und ihr seht, dadurch, dass ich hier schon sehr viel Material, organisches Material eingebracht habe, ist der Boden hier oben auf schon relativ locker und fluffig und schön dunkel geworden, einfach weil ich ja jetzt schon einige Jahre immer wieder Mist aufgebracht habe. Ja, und so gehe ich eben durch und nach dem groben Lockern mit der Broadfork sammle ich eben alle Beikräuter raus. Und Daniel war so lieb und hat mir hier schon 2 Fuhren Kompost gebracht. Das ist abgelagerter Mist, den wir ja hier haben noch vom letzten Jahr. Das ist einjähriger Mist von unseren Kaninchen und unseren Hühnern gemischt und das ist jetzt zu herrlichem Kompost gereift und ihr habt gerade gesehen, die Kirschen fangen auch schon an zu blühen. Und wir haben echt riesige Engerlinge im Kompost gefunden, unglaublich. Also die waren echt riesig, solche großen habe ich noch nie gesehen. Und die haben wir auch wieder in den Kompost zurückgepackt, denn ihr wisst ja, wir wollen die Insekten schützen und die sollen sich ja hier noch ein bisschen entwickeln können. Zwischendurch nutze ich sehr gerne die Zeit, um einfach mal nach meinen Pflanzen zu schauen, die ich alle gepflanzt habe, wie es ihnen geht, ob sie alle austreiben,
wie sich die Bäume machen, die wir geschnitten haben. Das ist für mich wirklich so eine Auszeit, so eine Art Meditation. Ich liebe das einfach, durch den Garten zu gehen und die verschiedenen Pflanzen zu beobachten, ja, wie sie durch die verschiedenen Jahreszeiten sich entwickeln. Das ist einfach herrlich. Und auch die Vögel, wir haben wahrscheinlich wieder ein Starenpärchen, was sich bei uns einnistet im Starenkasten. Meisen können wir hier beobachten. Vor 2 Tagen habe ich 4 Distelfinken gesehen, Grünfinken und auch sogar einen Pirol heute gehört. Da freue ich mich immer ganz besonders. Das ist für mich so was ganz Besonderes, wenn der Pirol singt. Ja, und das genieße ich. Das ist einfach schön. Und es geht weiter. Und ich verteile jetzt den Kompost auf meinem Beet. Ich habe das ja tiefgründig gelockert, habt ihr ja gesehen, mit der Broadfork zuerst und habe alle Beikräuter rausgeholt und habe mir jetzt gedacht, ich probiere das mal aus, wie das im Market Garden oft gemacht wird, dass eben ja einfach ohne umzugraben gearbeitet wird, das mache ich ja schon lange, und dann einfach der Kompost aufgebracht wird. Und ja, und dann werde ich direkt in den Kompost hinein säen und auch meine Steckzwiebeln stecken, denn ich möchte ja hier, wie gesagt, auf dem ehemaligen Kartoffelacker hier richtig viel Wurzelgemüse und Zwiebeln dieses Jahr anbauen. Und da freue ich mich schon richtig, hier eine große Menge an Essen für meine Familie hier ernten zu können. Und das habe ich mir auch aus dem Market Garden Bereich abgeschaut. Ich habe hier, um meine Rillen zu markieren, wo ich dann später die Zwiebeln reinstecke, habe ich mir einfach ein paar Gartenschlauchstücke aufgesetzt auf den Rechen. Und damit ziehe ich jetzt meine Linien vor, wo dann eben die Zwiebeln reinkommen. Ich möchte hier ganz außen ein Beet mit Steckzwiebeln machen. Wir haben hier ziemlich viele Wühlmäuse und ich hoffe, dass sie mir dann ja so ein bisschen mein Wurzelgemüse und so weiter in Ruhe lassen, wenn ich hier erstmal eine Reihe Steckzwiebeln reinpacke. Zwiebeln mögen sie ja nicht so gerne. Ich bin mal gespannt, wie die sich verhalten und ob sie mir hier viel wegknabbern. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall stecke ich jetzt erstmal Zwiebeln. Die Abstände für meine Pflanzen, die mache ich immer Pi mal Daumen. Das heißt, ich stelle mir immer vor, wie groß die Pflanzen werden, wenn sie ausgewachsen sind, so wie ich sie haben möchte. Und je nachdem stecke ich sie einfach dann, also in dem Abstand ungefähr, so dass die ausgewachsenen Pflanzen da alle genügend Platz haben. So mache ich das und meistens ja, stecke ich auch nochmal nach, wenn ich sehe, dass nicht so viele kommen. Einige Platten habe ich mir auch zurecht gemacht mit Steckzwiebeln, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass einige Steckzwiebeln in den letzten Jahren bei mir nicht so gut angewachsen sind. Und deswegen habe ich mir jetzt auch noch ein paar Platten, also einfach ein paar Quickpot-Platten mit Aussaaterde gefüllt und eben auch dort ein paar Steckzwiebeln reingemacht und dass die einfach schon mal dort antreiben und Wurzeln bilden können. Und die werde ich dann auch später noch weiter vorne in meine Gemüsebeete mit einbringen. Das heißt, ich habe mir wirklich dieses Jahr vorgenommen, ungefähr um die 300 Zwiebeln zu machen, anzubauen, sodass wir so ziemlich gut ums Jahr kommen mit Zwiebeln. Wird nicht ganz reichen, aber schon mal ein Großteil sein und eben einiges eben an rote Beete, Möhren. Da bin ich letztes Jahr, hatte ich wirklich eine ganz schlechte Wurzelgemüseernte, weil es einfach so trocken und so heiß war. Und ja, es war einfach kein gutes Jahr für mich, für das Wurzelgemüse. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr mehr Glück habe. Ich habe mir jetzt weitere 4 Schubkarren voll mit Kompost nochmal verteilt und nach diesen 3 Reihen Steckzwiebeln habe ich jetzt Möhren eingebracht. Möhren und Zwiebeln sind ja eine sehr gute Mischkultur, denn die Möhre soll die Zwiebelfliege fernhalten und die Zwiebel soll die Möhrenfliege fernhalten. Wir haben bisher mit beiden Fliegen noch keine weiteren Probleme gehabt. Ja, Gott sei Dank. Und ja, trotzdem pflanze ich die sehr gerne zusammen. Also bei mir kommen immer Wurzelgemüse zusammen mit Zwiebeln. Also auch rote Beete mit Zwiebeln, Möhren mit Zwiebeln. Und hier hinten wird der ganze kleine Acker wirklich nur Möhre, Zwiebel und rote Beete.
Ja, mittlerweile sind noch zwei von diesen Beeten dazugekommen und jetzt habe ich nur noch eine Reihe offen und die werde ich jetzt kommende Woche noch mit Möhren noch einmal einsehen. Ja, der Leo, der hat sich jetzt lange Zeit nicht blicken lassen bei uns und immer, wenn er lange Zeit wegbleibt, müssen wir wieder neu anfangen, ihn an die Falle zu gewöhnen, weil er einfach nicht so richtig reingehen will. Und da hilft echt nichts. Das heißt, ich füttere ihn jetzt schon immer regelmäßig hier drin, aber wenn er mehrere Tage immer wegbleibt, heute war er schon wieder weg, wird es einfach nichts so richtig mit dem Einfangen. Also ich werde dann versuchen, irgendwann mal die Falle auch dann scharf zu stellen und ihn dann wirklich richtig reinzulocken. Aber es sieht immer noch schlecht aus. Wir müssen ihn unbedingt mal kastrieren, aber selbst Thunfisch und irgendwas. Er ist wirklich schlau und clever und er ist wirklich ziemlich zurückhaltend, wenn es darum geht, in die Falle zu gehen. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja, und auf einmal ist die Kirschblüte wieder in vollem Gange und ich bin so froh, dass wir dieses gute Wetter hatten jetzt am Wochenende, denn da sind wirklich sehr viele Bienen geflogen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass die Blüten gar nicht befruchtet werden und wir dieses Jahr kaum Kirschen haben, aber ihr seht, wie es hier summt und brummt in diesen herrlichen Kirschbäumen. Ich bin so froh. Und wir werden sicherlich wieder eine gute Kirschernte dieses Jahr haben. Ja, und ein kleines Update zu den Hühnern wollte ich euch gerne noch geben. Das heißt, das war ein Tag vor dem Schlupf. Denn unsere ersten Küken sind schon da. Aber ihr seht, hier sind noch keine da. Das war, wie gesagt, ein Tag vor dem Schlupf. Die braune Glucke hat bereits gebrütet und hat schon jetzt ihre 5 Küken. Von 6 Eiern sind 5 geschlüpft. Das ist wirklich eine sehr gute Zahl. Und die weiße Glucke sitzt noch. Ja, ein kleines Küken-Update gebe ich euch gleich noch. Und den großen Hühnern geht es auch gut. Da sind wir gerade dabei, so ein bisschen den großen Hühnerauslauf noch umzugestalten. Da sollen noch einige Zäune gezogen werden, damit wir wieder einsehen können. Denn ich möchte den Hühnerauslauf gerne wieder begrünen in diesem Jahr. Und die Hühner werden auch bald wieder auf die Streuobstwiese umziehen. Mal schauen, entweder dieses Wochenende oder nächste Woche. Auf jeden Fall wird das bald passieren, denn das Gras auf der Streuobstwiese ist schon wieder schön hoch. Ja, und auch hier genieße ich oft die Zeit mit den Hühnern und setze mich da auch einfach mal mit rein und beobachte die. Das ist schon toll. In meiner kleinen Anzuchtstation sieht es noch ein bisschen chaotisch aus. Da bin ich noch am Aufräumen. Hier habe ich erstmal alte Erde, Pflanzerde, die ich aus Töpfen zusammen gekarrt habe. Die habe ich hier erstmal alle auf den Haufen geschüttet. Hier sind meine ganzen Töpfe. Ich hebe ja immer alles auf und irgendwo muss das ja hin. Und ja, so sieht es halt auch aus. Es gibt halt auch teilweise Ecken, die ich euch nicht so oft zeige, die halt auch ein bisschen teilweise chaotisch sind. Aber irgendwo muss man ja seine ganzen Gartenutensilien auch aufheben. Und ich hebe halt echt alles auf, denn ich kann wirklich vieles wiederverwenden. Und hier seht ihr gerade, fülle ich jetzt ein paar kleine Quickpot-Platten mit ein bisschen von dieser Erde. Das ist einfach alte Anzuchterde oder Komposterde oder auch Erde, die ich hatte, um irgendwelche Blumenkübel zu befüllen. Und da fülle ich mir jetzt erstmal hier ein bisschen was rein. Da ist auch ein bisschen Komposterde noch mit dabei. Und obendrauf fülle ich dann auch noch ein bisschen Anzuchterde und da kommen dann meine ganzen Kürbisgewächse rein. Das heißt, hier habe ich jetzt schon eingesät Gurken, Zucchini, Kürbis. Und ja, leider habe ich das vergessen, euch zu filmen. Das heißt, ich habe einfach in einem Abteil immer entweder einen Zucchinisamen oder einen Kürbissamen reingepackt oder 2 Gurkensamen. Und jetzt bin ich dabei, darauf zu warten, dass die keimen. Mit dem Säubern der Beete habe ich im Moment am meisten zu tun. Hier seht ihr zum Beispiel meinen Kräuterstreifen. Der zieht sich ungefähr 20 Meter hin. Und ich habe ja meine Gemüsebeete hier hinten in verschiedene Reihen gegliedert,
Ganz links seht ihr eine Reihe am Zaun entlang. Das ist eine Windschutzhecke, weil ganz links ist Westen, die westliche Ausrichtung. Da habe ich eine Windschutzreihe hingepflanzt. Dann folgt eine kleine Reihe mit kleinen Buschbäumen zusammen mit Unterpflanzungen, zum Beispiel Johannisbeeren, Aroniabeeren und verschiedenen Kräutern. Dann kommen meine Gemüsebeetflächen und ganz rechts schließt sich auch noch ein Kräuterstreifen an. Und da habe ich wirklich reichlich Arbeit im Moment, das alles erstmal von Beikräutern und vor allen Dingen von Gras zu befreien, um dann auch wieder mit Hackschnitzel zu mulchen. Hier zum Beispiel mache ich gerade eine Baumscheibe sauber von meiner Mispel. Wer sich für Baumscheiben interessiert, wie man die gut bepflanzen kann, das Video verlinke ich euch hier oben nochmal. Hier entferne ich jetzt einfach das alte Material von den Fetthennen und das lege ich mir gleich wieder als Mulch an meine Hecke. Das heißt, hier ist ja diese Windschutzhecke, zum Beispiel ist da Hainbuche drin, die treibt jetzt schön durch und ich lege mir jetzt einfach alles das, was ich an Gras und Beikräutern und so jetzt hier entferne, das lege ich mir gleich wieder an die Hecke. Und was ihr hier sehr gut sehen könnt, hier habe ich vor 2 Jahren sehr stark auch mit Hackschnitzeln gemulcht. Die sind jetzt schön verrottet und ihr seht, wie leicht jetzt hier diese Beikräuter rausgehen, weil die Erde einfach jetzt so schön fluffig obendrauf ist. Also Hackschnitzel empfehle ich wirklich extrem doll für alles, was mit Stauden und was mit Bäumen zu tun hat und auch Beerensträucher, dass ihr da wirklich mit Hackschnitzel, nicht mit Rindenmulch, sondern wirklich der ganze Baum mit Rinde, mit Holz, mit allem drum und dran. Unbehandelte Hackschnitzel sind wirklich die beste Wahl und dann bekommt ihr so einen wunderschönen Boden, wo sich eure Pflanzen auch wirklich echt gut drin fühlen. Ihr seht hier, ja, leider, natürlich samt sich auch in den Hackschnitzeln immer wieder was aus. Das muss halt immer wieder raus und dann, ja, je nachdem, wie ich es schaffe, alle 1, 2 bis 3 Jahre kommen dann wieder neue Hackschnitzel oben auf. Und so sorge ich natürlich auch immer dafür, dass mein Boden Nahrung hat, dass mein Boden bedeckt ist und ja, dass der Boden einfach richtig schön locker und humus ist. Also ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Vor allen Dingen bei unserem schweren Lehmboden ist es mir wirklich schon sehr gut gelungen, durch die Zufuhr von organischem Material eben den Boden schön locker zu bekommen und eben schön humus. Und ihr seht auch Pflanzen, die sich jetzt hier zum Beispiel versamt haben, wie jetzt hier, hier sind jetzt ein paar kleine Erdbeerpflanzen rübergewachsen oder zum Beispiel hier die Schafgarbe, die jetzt hier steht. Da mache ich mir dann immer wieder Pflanzen raus, die ich jetzt nicht unbedingt hier auf dem Weg haben möchte. Die mache ich mir dann eben raus und dann pflanze ich sie mir eben um. Und so gestaltet sich der Garten natürlich auch immer mehr, indem man, ja, zum Beispiel hier ist jetzt eine Lücke unter meinen Johannisbeeren und da nutze ich zum Beispiel die Erdbeeren sehr, sehr gerne als Bodendecker für die Johannisbeeren oder für andere Beerensträucher und pflanze mir halt einfach dann die Erdbeeren hier dann damit rein. Das heißt ja, also ich krieg's einfach nicht hin, irgendwelche Pflanzen dann auf den Kompost zu geben, die noch gut sind. Und deswegen bekommen die bei mir immer alle einen neuen Platz. Und so gestaltet sich natürlich der Garten auch mit der Zeit und wird üppiger. Und das sorgt auch dafür, dass der Boden beschattet wird, ja, indem dann die Stauden die Beete schön ausfüllen und kein Platz dazwischen mehr ist, ist der Boden immer schön beschattet. Und das ist natürlich auch sehr günstig, gerade wenn es solche heißen Sommer gibt. Und ihr seht auch der Beinwell hier, die Fetthenne und so weiter, die füllen sich jetzt aus, die füllen die Baumscheibe auch aus und auch der Gundermann kommt. Aber es ist eben auch extrem viel Gras überall dazwischen und das muss halt einfach raus. Und ich denke, in den nächsten Jahren werde ich es nicht mehr so weit kommen lassen, dass ich meine Gemüsebeete so vergrasen lasse. Entweder ich arbeite dann wirklich mit Planen, die ich über den Winter drüber decke, damit einfach nichts wächst. Oder ich arbeite vermehrt mit Gründüngung. Leider habe ich es einfach aus Zeitmangel
nicht geschafft, in den letzten Jahren so sehr viel auch über den Winter mit Gründüngung zu arbeiten. Aber das ist wirklich was ich mir ganz fest vornehme, damit ich eben mir diese ganze Arbeit im Frühjahr erspare und meine Beete wirklich nicht erst so von diesen ganzen Gräsern befreien muss, obwohl ich natürlich auch immer Abnehmer habe für alles Mögliche. Das heißt, über Gras und Beikräuter freuen sich entweder die Kaninchen und natürlich auch die Hühner. Bei den Meißner Widdern haben wir die Voliere wieder frei gemacht. Da hatten wir ja für den Winter eine Plane rundherum, also einfach wie eine Gewächshausplane oder Folie, damit einfach keine Zugluft da ist und die einfach ein bisschen mehr geschützt sind. Aber die haben ja auch jederzeit die Möglichkeit, oben in den Stall hineinzugehen. Aber meistens sind sie wirklich unten und genießen das auch, rumzuhoppeln. Und ja, auf jeden Fall muss ich dann natürlich auch öfter ausmisten. Das heißt, ich mache das so 2 bis 4 Mal im Monat, je nachdem, wie es aussieht, wie viel sie geköttelt haben und so weiter. Und da kommt schon einiges zusammen. Und das ist ja mein Dünger für den Garten. Deswegen liebe ich das ja auch so, einfach auch die Tierhaltung mit dem Gärtnern zu kombinieren. Nicht nur deswegen, auch weil ich mich sehr gerne mit den Tieren umgebe. War ja schon immer so ein Traum von mir, viele Tiere zu haben. Und ja, und das ist einfach so toll, dass ich meinen eigenen Dünger habe und ich kann nicht oft genug davon schwärmen, wie schön ich das finde, dass ich eben mit diesem guten Material dann eben auch meine Pflanzen versorgen kann und ich meinen Boden damit aufbauen kann. Ja, und jetzt nutze ich den Kaninchenmist direkt wieder und lege den hier um die Erdbeerpflanzen rundherum. Und da kommt dann aber auch später nochmal eine Ladung Hackschnitzel drauf, sodass die Früchte dann eben nicht im Mist liegen, sondern dann eben schön auf den Hackschnitzeln liegen. Da liegen sie schön trocken. Und auch um die Johannisbeeren und die neu gepflanzten Erdbeeren, die ich hier drunter gesetzt hatte, gebe ich noch eine Ladung Mist drauf, einfach als Boden, Dünger, als Nahrungsmittel für die Bodenlebewesen, um eben den Boden aufzubauen. Auch um die jungen Obstbäume gebe ich meistens noch eine Ladung mit drumherum. Und das mache ich eigentlich den ganzen Winter über und eben jetzt auch im Frühjahr. Es kommt halt immer darauf an, wie weit ich im Winter schon komme, wie viel ich da schaffe. Und ja, so hangle ich mich lang hin. Es sind ja wirklich viele große Flächen, die ich habe, die ich versorge. Und jetzt kommen halt hier die Johannisbeeren dran und ja. Und ich hatte Glück, Daniel hat mir auch gleich noch 2 Schubkarren voll mit Hackschnitzeln geholt. Und da konnte ich auch gleich schon, wie ich das vorhin gesagt hatte, die Hackschnitzel noch aufs Beet packen. Das heißt, jetzt hier habe ich um die Erdbeeren den Mist gepackt und darauf kommt jetzt noch eine Ladung Hackschnitzel. So liegen dann auch die Früchte eben nicht im Mist, sondern auf den Hackschnitzeln drauf. Und ja, also bis dann irgendwann mal im Juni die Früchte an die Beeren kommen, ist dann auch der Mist schon ganz gut in den Boden eingewaschen. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Ich habe ja auch keinen Hühnermist verwendet, sondern eben Kaninchenmist. Und Kaninchenmist kann man wirklich direkt auf die Beete, auf die Gemüsebeete draufpacken. Da passiert wirklich echt überhaupt nichts. Bei Hühnermist werde ich da ein bisschen vorsichtiger. Den verkompostiere ich vorher immer oder nutze ihn halt dann nur im zeitigen Frühjahr, im März als Jauche. Aber bei Kaninchenmist mache ich mir da keine Sorgen. Das geht in Ordnung. Und ja, jetzt werden hier fleißig die Hackschnitzel verteilt und die verteile ich auch sehr gerne in meinen Staudenbeeten und auch unter den Kräutern.
Und ich mache da auch schon so ein paar Unterschiede. Das heißt, wenn ich merke, dass einige Kräuter mehr Dünger brauchen, denn es gibt ja da auch große Unterschiede zwischen den Kräutern. Bei den mediterranen Kräutern, die mögen sie eher mager und sandig und schön durchlässig. Und dann gibt es aber auch sehr viele Kräuter, wie zum Beispiel die Petersilie, der Liebstöckel. Zum Beispiel, die mögen es eher fetter, also die mögen auch gerne mal eine Kompostgabe. Und da kann es auch schon sein, dass ich dann auch mal unter das ein oder andere Kraut mal ein bisschen Mist mit Kompost oder noch drauf packe. Das kommt immer wirklich ganz, ganz drauf an. Und ich beobachte auch über die Jahre natürlich meine Pflanzen und auch meine Kräuter, wie die sich entwickeln, wo die sich am wohlsten fühlen, welcher Standort vielleicht denen gut passt und denen nicht so gut passt. Und das sind so Erfahrungswerte, die man ja im Laufe der Zeit auch in seinem Garten sammelt. Und das macht einfach das Beobachten dann. Und dann kann es auch schon gut sein, dass wenn ich merke, eine Pflanze geht es nicht gut an dem Standort, dass ich die dann einfach nochmal umpflanze oder einfach schaue, dass ich nochmal mehr Kompost oder mehr Mist oder so nachgebe. Also das, ja, das sind so ganz, ganz verschiedene Sachen. Aber ich denke, das kommt dann auch mit der Zeit, auch gerade wenn ihr Anfänger seid, dann ja, kommt das einfach mit der Zeit. Das sind einfach so Erfahrungswerte. Ja, und in der kleineren Hecke habe ich ja hier verschiedene Unterpflanzungen. Da wollte ich euch mal ein Beispiel zeigen, wie zum Beispiel hier die Schafgarbe habe ich ziemlich oft drin. Die samt sich bei uns auch ziemlich ja, überall aus. Erdbeeren nehme ich sehr gerne als Bodendecker. Hier habe ich jetzt zum Beispiel mal eine Süßdolde mit unter einem Baum gepflanzt. Finde ich auch eine ganz spannende Sache. Ausdauernder Lauch. Auch mal verschiedene Sorten, nicht nur den Schnittlauch, sondern eben auch mal zum Beispiel chinesischen Lauch. Und hier habe ich jetzt ein überdauerndes Bergbohnenkraut und hier hat sich auch der Gundermann wieder ein bisschen breit gemacht und den lasse ich natürlich an vielen Stellen auch in meinem Garten einfach wachsen. Aber das ausdauernde Bergbohnenkraut finde ich total super. Und hier im Hintergrund seht ihr, wie das vorher aussah. Überall spitzwegerig, Teppiche von spitzwegerig und die müssen halt leider einfach weichen. Natürlich, ich liebe spitzwegerig, natürlich werde ich auch ein paar Stellen stehen lassen, aber so sieht es dann am Ende aus. Das heißt, ja, die Stauden werden natürlich jetzt im Laufe der Zeit noch viel größer werden. Die Erdbeeren werden schön buschig, werden schön hochkommen und wachsen und dann wird auch der Boden wieder vollkommen bedeckt sein. Der ist jetzt auch schon schön mit Hackschnitzeln bedeckt, so stelle ich mir das vor. Und jetzt sieht man auch wieder, wo der Weg ist, wo man langlaufen kann. Mit den Hackschnitzeln, das ist so eine Sache, da habe ich jetzt gar nicht mehr so allzu viele da. Und da werde ich mir auch noch für die nächsten Jahre andere Methoden einfallen lassen müssen, wie ich meinen Boden bedeckt halte. Zum Beispiel mit Klee oder mit anderen Gründüngungsmischungen. Und ja, ich habe noch ganz schön viel zu tun. Ihr seht, es ist noch ein langer Weg, bis ich dann mal endlich fertig bin. Ich hoffe, dass ich dann wirklich Ende Mai alles soweit habe und auch alle Beete eingesät habe. Das ist so mein Ziel. Also in der Zwischenzeit ist auch schon das erste Küken geschlüpft. Mittlerweile sind es 5 aus 6 Eiern. Und ich hatte euch ja im letzten Video gezeigt, wie ich meine Glucken setze. Und mehr dazu werde ich euch dann wieder im nächsten Video mitgeben. Ja, und zwischenzeitlich ist es dann schon wieder so warm geworden, dass ich ja schon wieder Panik bekommen habe und alles ein bisschen schneller gehen muss. Und deswegen habe ich jetzt meine Radhacke rausgeholt, um die großen Gemüseflächen jetzt sauber zu machen.
Und ja, das hat auch schon ganz gut geklappt. Da bin ich jetzt auch schon ein ganz schönes Stück weitergekommen. Aber ich habe noch nichts ausgesät weiter. Das heißt, ich werde jetzt wirklich auch dieses Wochenende, wenn ihr das Video seht, noch reichlich zu tun haben, meine Gemüseflächen so weit in den Griff zu bekommen, dass ich überhaupt was aussehen kann. Und das zeige ich euch dann natürlich auch wieder in den kommenden Videos, denke ich. Ja, und die Hühner freuen sich über dieses herrliche Wetter, wenn es so warm ist. Und dann gibt es erstmal ein Sandbad. Ja, und zum Schluss wollte ich euch noch zeigen, wie ich meine Jungpflanzen jetzt immer mal gieße. Und zwar mit Wurmsaft. Ich habe ja meine Wurmfarm noch. Da bin ich auch echt froh drüber. Und da nutze ich natürlich sehr, sehr gerne hier diesen Wurmsaft. Und den gebe ich dann 1:10, mische ich den mit Regenwasser. Und dann gebe ich den gerne an meine Jungpflanzen, die also einmal die Woche gieße ich die damit, damit die einfach ein bisschen kräftiger werden. Einige muss ich sogar noch pikieren, die sind noch alle zusammen in einem Topf. Habe ich auch immer noch nicht so richtig geschafft, aber werde ich jetzt auch demnächst machen. Und ich werde jetzt noch die kalten Nächte abwarten bis nächste Woche und nächstes Wochenende, dann werden die dann auch rausgehen ins Gewächshaus. Nur mit den kalten Nächten habe ich wirklich Sorge, denn es soll ja nochmal runtergehen auf bis zu 1 bis 2 Grad. Und dann ist es meistens so, dass die einen Schock bekommen, einen Wachstumsstillstand, und das möchte ich vermeiden. Deswegen stelle ich die jetzt tagsüber ganz oft raus und abends kommen sie wieder rein in die Wohnung und so wechsle ich das dann immer und ja, und damit komme ich eigentlich ganz gut. Und dann, wie gesagt, kommen sie nächste Woche raus, komplett ins Gewächshaus. Es ist dieses Jahr alles ein bisschen später, einfach weil es so lange kalt war. Und auch hier die Platten, in die ich die Gurken und Kürbisse eingesät habe, die stelle ich ganz gerne tagsüber raus in die Sonne. Da kann sich die Erde richtig schön erwärmen und natürlich muss dann immer dafür gesorgt werden, dass alles schön feucht gehalten wird, damit die Samen gut keimen können. Und ich denke, dass das dann recht schnell gehen wird. Also immer schön ins Warme stellen, dass der Boden sich schön erwärmen kann. Und dann keimen die Gurken und die Kürbisse und alles sehr, sehr viel besser. Denn sie mögen es einfach schön warm. Ja, tatsächlich bin ich jetzt gerade total im Tourenmodus und möchte ganz, ganz viel hier machen. Ganz klar die Beete alle noch vorbereiten, überall den Spitzwegerich rausholen. Das heißt nicht überall, es gibt noch genügend Ecken, die ich noch stehen lasse, um auch Spitzwegerich zu beernten. Ich mag den total gerne aufs Butterbrot einfach oben drauf gelegt oder in Salat mit reingemischt. Deswegen mähen wir auch unseren Rasen hier. Jetzt noch lange nicht, weil wir einfach auch noch viele Wildkräuter hier sammeln. Ja, unsere Nachbarn sind schon fleißig dabei am Rasenmähen. Ihr hört es wahrscheinlich im Hintergrund. Und genau, und der Löwenzahn, der wächst jetzt und wir werden uns jetzt reichlich Löwenzahn ernten. Ich mische den immer in unseren Posteleien-Salat mit hinein. Und ja, man kann natürlich auch die Blüten des Löwenzahns sehr gut als Sirup verarbeiten. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Der Löwenzahnhonig, was natürlich kein echter Honig ist, aber es ist eben ein Löwenzahnsirup und er sieht ähnlich aus wie Honig und deswegen wird er häufig auch Honig genannt. Aber ja, schaut da gerne rein, wenn ihr das auch nachmachen wollt. Ich verwende die Löwenzahnblüten gerne mit in den Salat hineingestreut. Und ja, ich versuche immer mehr Wildkräuter zu essen, mit in meine Ernährung aufzunehmen. Ich bin sowieso gerade wieder dabei, meine Ernährung ein bisschen umzustellen, um auch ein bisschen Gewicht zu verlieren. Ich habe lange überlegt, ob ich darüber auch mal mit euch rede, aber ich denke, ja, also der Garten bietet uns natürlich sehr viele Möglichkeiten auch für eine gesunde Ernährung, eine gesündere Ernährung. Und ich glaube, das ist dann so eine Art Eigentherapie, wenn man einfach natürlich alles aus dem Garten, was man so essen kann, auch verwendet, eben auch die Wildkräuter. Und gerade jetzt im Frühjahr ist es eine tolle Kur, eine Darmkur, eine Entlastung, eine Entgiftung, natürlich auch, wenn man eben mehr Wildkräuter in seine Ernährung einbindet. Und wir essen sehr gerne die Blüten der Taubnesseln, der roten Taubnesseln. Jetzt kommen bei uns auch schon die weißen Taubnesseln und eben die Löwenzahnblätter, die jungen Blätter.
Und ja, und das tut uns sehr gut. Spitzwegerich, ganz wichtig, den beernte ich übers ganze Jahr über. Und Löwenzahn, ja, der ist natürlich jetzt richtig toll. Und dann mit der Zeit wird er natürlich auch dann immer bitterer. Deswegen, aber Bitterstoffe sind natürlich sehr, sehr gesund für unsere Verdauung. Ja, und deswegen möchte ich wirklich auch mehr von diesen natürlichen Heilmitteln in meine Ernährung integrieren. Und es tut mir auch wirklich gut. Es ist nur so, dass ich manchmal einfach keine Kraft mehr habe, nach der vielen Gartenarbeit dann auch noch alles zu verarbeiten und alles mit reinzunehmen. Das ist halt mal so und mal so, wie ich mich gerade fühle. Nehme ich mal mehr Wildkräuter mit und mal weniger. Aber ich versuche mich wirklich immer zu überwinden, das wirklich auch zu nutzen, was mir hier gegeben ist. Ja. Und wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, bei euch vielleicht auch im Kleingarten eine kleine wilde Ecke zu belassen und dort auch ein paar Taubnesseln sich ansiedeln zu lassen, ein bisschen Löwenzahn mal stehen lasst, da reichen ja ein, zwei Pflanzen zu. Ihr müsst ja nicht eine ganze Löwenzahnwiese haben, aber ein, zwei Löwenzahnpflänzlein, wo ihr euch jeden Tag mal drei, vier Blätter abernten könnt, das macht ja auch schon sehr viel aus. Ja, und so beschenkt uns die Natur jetzt wieder mit ihren reichen Gaben und ich genieße das gerade total in vollen Zügen, die Sonne wieder, und ich merke auch, dass es mir dadurch auch psychisch sehr, sehr viel besser gleich wieder geht, wenn es einfach schöner draußen wird, wenn die Natur erwacht, wenn die Glucken wieder ihre Jungen bekommen. Das baut mich alles sehr, sehr auf und schenkt mir wieder neue Motivation, hier weiterzumachen und auch so viel Arbeit reinzustecken. Ich sehe meinen Garten eigentlich mehr als ein großes Kunstwerk. Also das heißt, ich möchte eben nicht nur stoisch eben einen Haufen Gemüse anbauen, sondern ich möchte auch gestalten, meinen Garten ja so ein bisschen kreativ gestalten. Das liegt mir auch sehr am Herzen, weil ich schon sehr lange keine Zeit mehr hatte, auch zu malen. Wer meine Videos schon länger kennt, der weiß, dass ich auch sehr gerne zeichne und male und mir einfach die Zeit bis jetzt noch fehlt dafür. Aber ich sehe den Garten auch so ein bisschen als so eine weiße Leinwand, wo ich eben auch mit vielen verschiedenen Pflanzen, Gerüchen, Geschmäckern und ja, das eben spielen kann. Und das gibt mir auch immer sehr, sehr viel Kraft da, einfach weil ich einfach weiß, ich kann hier entscheiden, wo ich welche Pflanzen hinsetze, und ich beobachte die natürlich, ich pflege die, ich gehe auch in den inneren Dialog mit meinen Pflanzen tatsächlich. Ja, und ich denke, das tut mir sehr gut und eben auch den Pflanzen sehr gut und auch den Tieren sehr gut. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt auch ein ganz, ganz fröhliches, tolles Gärtnern in euren Gärten. Tobt euch aus. Und ich danke euch wie immer für die netten Kommentare, die ich immer unter meinen Videos finde. Das freut mich natürlich sehr. Und ja, bis zum nächsten Video und ja, tschüssi.